für mich schon so, dass ich tatsächlich bei mir ankomme, glaube ich. Also ich werde so in der Ferne viel, viel ruhiger, konzentrierter. Bin irgendwie näher an mir dran, komischerweise, je weiter ich von zu Hause weg bin. Und ich glaube, deswegen vereint sich das bei mir so ganz gut, weil ich beides eigentlich sehr liebe, das Reisen und das Schreiben. Und es entwickelt sich irgendwie so, dass also das letzte Buch von einer Reise handelt, das vorherige Buch in Japan spielte so zur Hälfte und das nächste auch woanders spielen wird, also in Uruguay und der Türkei. Und ich glaube, es liegt schon daran, dass ich woanders irgendwie neugieriger bin, dass ich wacher bin, dass und auch schärfer sehe, aber einfach einen anderen Blick habe, auch vielleicht auch an das eigene Innere, also so ein bisschen ungefilterter bin woanders. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das so, also sich das alles recht organisch ergibt. Also sowohl das eigene Leben betreffend als auch das Schreiben, dass sich die Romane stark verändern, immer so abweichen vom eigentlichen Plan, dass sie sich mit dem Reisen verändern und der Bewegung des Reisens sich so anpassen. In den letzten Jahren, seitdem ihr Vater alt und Witwer geworden war, hatte er Martha einmal in der Woche angerufen. Seit seiner Krebsdiagnose zweimal in der Woche. Sie habe inzwischen wahrscheinlich 1000 Stunden mit ihm telefoniert und 5 davon seien es sogar wert gewesen. Es hatte Aussprachen gegeben, Wahrheiten und Entschuldigungen, sogar Liebesbeteuerungen, seinerseits, versteht sich. Eigentlich sei er doch kein so schlechter Kerl, hatte Martha einmal zu mir gesagt, er habe es ihm auch nicht leicht gehabt. Wenn man erst einmal wusste, woher jemand kam, welche Kämpfe er gewonnen und mehr noch, welche er verloren hatte, dann war der Kanal offen und die Liebe rauschte hindurch. Das ist mein 4. Roman, Töchter. Der ist erschienen im Februar 2018. Und es geht um 2 Freundinnen, die sind beide um die 40 und die fahren mit dem Vater der einen Richtung Schweiz, wo er sterben möchte, also Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Aber irgendwie kommen sie dann doch auf andere Wege und kommen eigentlich niemals in der Schweiz an, sondern reisen weiter nach Italien und nach Griechenland, enden auf einer griechischen Insel. Und es ist eine etwas groteske Reise. Ich erlebe irgendwie Sachen, die dann in die Bücher mit einfließen. Also bei Töchter war das ganz extrem so, dass diese ganze Handlung ist absolut fiktiv, aber die Strecke, die gefahren wird, die bin ich selber gefahren. Und ich bin auch selber, wie es auch in dem Buch vorkommt, mit dem Auto gegen die Wand gefahren. Also das ist schon, war auch so ein Punkt, wo sich dann die Geschichte geändert hat, als ich diesen Unfall dort hatte. Wieso den Termin so plötzlich? Es ist nicht plötzlich. Er hat wohl schon vor Monaten seine Unterlagen hingeschickt, MRT-Bilder, Diagnosen, alles. Ist in diesen Verein eingetreten und hat einen Haufen Geld gezahlt. Deswegen guckt er mich auch immer an. Ich frage mich die ganze Zeit, wieso er mit dem Geld nicht mehr auskommt. Dachte, er säuft einfach zu viel. Stattdessen hat er mit meinem Geld seinen Abgang finanziert. Wenn das nicht pervers ist. Also für mich ist der Roman so der bisher größte Erfolg. Und es gab ein Hörspiel, ein Hörbuch und es gibt jetzt eben auch eine Verfilmung. Das ist eine europäische Koproduktion, also Deutsch, Italienisch, Griechisch. Ich habe mit der Regisseurin das Drehbuch geschrieben und es ist dann ja auch sehr gekürzt und es sind noch andere Bilder auch gefunden worden, aber es ist so als Film nochmal sehr viel grotesker und nochmal schräger und ist auch eine ganz andere, ganz eigene Sprache. Und ja klar, ich bin natürlich total gespannt, wie das wird. Und so lebe ich eigentlich in diesem glücklichen Zustand, dass ich die Bücher, die ich schreibe, quasi mitnehme, dass die so bei mir sind und wir quasi gemeinsam auf Reisen gehen und miteinander die Sachen erleben.
Ich tausche ein offenes Meer für meinen letzten Gedanken. Ich will sehr still und sehr ins Blaue schwanken, dass ich nichts verlasse, wenn ich nicht mehr bin, dass mich keiner hasse, dass ich nichts vermisse, wenn ich nichts mehr bin. Der Roman wird ja jetzt in, ich glaube, bisher 8 Sprachen übersetzt. Und eigentlich fast nur von Frauen, außer die griechische Übersetzung, das macht ein Mann. Aber was doch eigentlich immer so war, ist, dass die Übersetzerinnen sich dafür eingesetzt haben, auch einen Verlag zu finden und so. Das ist natürlich extrem großartig. Das, also auch die ganze Arbeit sich zu machen und Exposés zu schreiben und schon mal 20 Seiten zu übersetzen und dann einen Verlag zu suchen. Und da ist so meine Frage, warum ihr euch eigentlich für das Buch entschieden habt? Also was so am meisten gefallen hat oder wo ihr denkt, das funktioniert auch in anderen Ländern? Und naja klar, was sind so die größten Probleme gewesen beim Übersetzen? Auch was hat am meisten Spaß gemacht vielleicht? Und wie schwierig das war oder ist, den Humor zu übersetzen, ob der, das vielleicht auch ein deutscher Humor, also es ist glaube ich kein deutscher Humor, aber er ist eben in einem deutschen Kontext. Also es werden deutsche Fernsehsendungen zitiert, deutsche Orte, deutsche Wortspiele. Und da denke ich, es ist ja gar nicht so einfach, das zu übersetzen dann und da andere Bilder, andere Worte für zu finden. Und wie er das gemacht hat. Das würde mich interessieren. Machst du mal easy? Doi mate, no doi mate. No. Vos, claro, me parece que... Warum Töchter? Warum wollte ich Töchter übersetzen? Gut, der Titel sprach mich direkt an. So wie Frau und wie Tochter auch. Die Hauptfiguren sind um die 40 und sie erleben Situationen, also typische Situationen von diesem Alter und von dieser Generation von Frauen, der ich auch gehöre. Und ja, ich empfand das einfach als unvermeidbar, als ich die Autorin und das Buch kennenlernte. Und ich kannte das Buch auch auf einer Reise. Von daher war das für mich auch das Reisen mit dem Übersetzen absolut verbunden. Und ich glaube, wenn eine Übersetzerin besser gesagt, ich glaube, eine Übersetzerin entwickelt irgendwie eine Beziehung zwischen ihrem Text und ihr aus Liebe irgendwie. Und was ich empfand, als ich Töchter und ihre Autorin kennenlernte, war so wie Liebe auf dem ersten Blick. Und aus Liebe kann nichts Schlechtes werden oder kommen. Also, warum sollte man sich nicht antreiben lassen? Ay, qué gracioso. Mi muere risa. Ich sehe auch gerne das Übersetzen wie eine Reise. Lucy verbindet das Reisen mit dem Schreiben und ich verbinde gerne auch das Übersetzen mit dem Schreiben, mit dem
mit dem Reisen. Ich glaube, beim Reisen, der Übersetzer reisen auch so mit die Figuren und auch ihre Stimme und ihre Redeweise, ihre Wörter, die Gedanken. Also ich fasse zusammen, ich habe mich ein bisschen verirrt. Was ich glaube ist, wenn man das übersetzen wie eine Reise konzipieren kann, dann kann man auch denken, okay, die Figuren reisen auch damit und auch wie sie sprechen und wie sie sind mit dem Übersetzen. Also in der Übersetzungsarbeit, beim Übersetzungsprozess habe ich mehrmals erlebt, wie kann man das sagen, ein Hin und Her, ein Hin und Her pendeln, so wie ein Rollenwechsel zwischen der Übersetzerin und der Leserin. Ich habe das Buch mehrmals gelesen davor, aber trotzdem wollte ich manchmal weiter übersetzen, nur um zu wissen, wie die Geschichte weiterging. Also ich wusste schon, wie die Geschichte weiterging, aber nicht so genau wie beim Übersetzen. Also beim Übersetzen kennt man eine Geschichte in einem tieferen Sinne. Und da ich diesen Identifikationsprozess erlebt habe mit dem Buch, mit den Figuren, habe ich auch so gefühlt, dass ich mit dieser Übersetzung zum Teil mich selbst übersetze. Oder besser gesagt, dass ich einen Teil von mir übersetzt habe. Meine Empfehlung zu anderen Übersetzern. Töchter ist eine Geschichte in ständiger Bewegung. Ihre Figuren fahren wortwörtlich auf Rädern, während sie versuchen, das, was auf ihren Weg auftaucht, umzufahren und durchzufahren. Me retraue. Okay, also, ist eine Geschichte on the road. Sie fahren wortwörtlich auf Rädern und versuchen, was auftaucht, umzufahren, durchzufahren. Wer diese Bewegung übersetzt oder wie kann man diese Bewegung beschreiben, der ist manchmal rasch, manchmal irrend, manchmal unvorhersagbar wie das Leben selbst. Und das bedeutet sicherlich eine abenteuerliche Erfahrung. Also wer das übersetzen möchte, erlebt auf jeden Fall diese Bewegung. Und man kann auch sagen, dass Töchter mit so viel Authentizität und Ehrlichkeit geschrieben ist, dass wer das übersetzt, sicherlich auch eine Art Reise in die eigene Geschichte erlebt. Mein Name ist Sinead Crow und ich hatte die Freude, Lucy Frickes Töchter ins Englische zu übersetzen. Und die Übersetzung ist im September erschienen bei V&Q Books. Ich bin Isabelle Liber und ich habe das Buch von Lucy Fricke ins Französische übersetzt, beziehungsweise ich bin noch dabei. Das Buch erscheint dann im September 2021 bei Le Cartanier. Ich habe Isabelle kennengelernt, weil wir zusammen mit Maria an dem Toledo Übersetzungsjournal gearbeitet haben. Genau, und wir waren halt, als wir dieses Journal gemacht haben, haben wir uns von der Europareise von dem Buch inspirieren lassen. Wir haben auch unser Journal als eine Reise dargestellt. Wenn ihr auf der Seite von Toledo schaut und nach unserem Journal schaut, da seht ihr, dass jeder Beitrag, also jede Überlegung über unsere Arbeit als Übersetzerin auch als eine Station innerhalb der Reise dargestellt ist. Genau.
Leider in Corona-Zeiten können wir momentan keine Europareise machen, wie die Protagonistinnen im Buch. Aber ich dachte, wir können uns zumindest ein paar Schauplätze hier in Berlin anschauen. Genau, weil also eigentlich haben wir festgestellt, es gibt nicht so viele Szenen, die in Berlin wirklich spielen, aber die sind so prägend für die Figuren, dass wir denken, dass es auch in irgendeiner Form auch ein Berlin-Roman. Und wir stehen hier vor der Warschauer Brücke. Die Brücke spielt auch eine wichtige Rolle in dem Buch. Da kommt die Hauptfigur Betty an. Nach einer kurzen Ausflug in Italien kommt sie wieder da in Berlin an. Und das ist sehr prägend für die Figur, finde ich, weil die Betty ist eigentlich, liebt halt Berlin und hasst Berlin gleichzeitig. Und das wird alles in dieser Szene auf der Warschauer Brücke und in Kreuzberg dann dargestellt. So, wir stehen hier vor einer Tankstelle in Berlin, weil bevor man sich auf eine Reise begibt, muss man natürlich tanken. Nicht nur das, sondern einige meiner Lieblingsszenen in diesem Buch spielen in solchen banalen Schauplätzen, so vor Tankstellen oder auf der Autobahn. Und teilweise deswegen hat mir das Buch so gut gefallen, weil es sind nicht nur die typischen touristischen Reiseziele, die beschrieben werden, sondern auch die banalen Stationen, die wir alle kennen. Genau, das ist auch, was ich an dem Buch ganz toll fand, ist halt, dass die Lucy Fricke das auch schafft, die traurige Seite oder die langweilige Seite von Deutschland witzig zu beschreiben. Und als ich das Buch gelesen habe, hatte ich den Eindruck, es war genau das Buch, was ich meinen Freunden empfehlen wollte. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt immer bei den Gesprächen, Telefon mit Freunden denkst, so, ah, ich wollte dir ein Buch empfehlen, ah, Mist, du liest kein Deutsch, es ist schon ein Buch, das man einfach übersetzen muss. Also das war dann so ein Zeichen für mich, dass es wirklich ein gutes Buch ist. Und was auch dann so ausschlaggebend war für mich, war eben diese Kombination von rührenden Szenen und witzige Szenen. Genau. Das, also ich habe viel gelacht und am Ende habe ich auch ein bisschen geweint. Ja. Also das ist schon genau sehr emotional, also nicht emotional im Sinne von romantisch und so, aber man erlebt dann viele Gefühle in diesem Buch dann mit. Mhm. Genau. Und wenn jetzt ein Übersetzer ein Buch toll findet, heißt es lange nicht, dass das Buch auch wirklich übersetzt wird. Deswegen geht es auch darum, dass man einen Verlag findet. Genau. Und deswegen haben wir auch unsere Lektorinnen gefragt, warum sie das Buch so gut gefunden haben, warum sie dieses Buch ausgesucht haben. Genau. Aber zuerst müssen wir was sehr Wichtiges erledigen. Und zwar, ja, wir müssen uns ein paar Bier von der Tankstelle besorgen, weil wir, wie Kurt, wie der Vater von Marte im Buch, sind wir auch große Fans von Tankstelle-Bier. Hallo, ich bin Katie Dabischer. Ich bin Verlegerin bei V&K Books. Ich arbeite im Moment, wie Sie sehen, von zu Hause in Berlin. Wir sind auf Töchter aufmerksam geworden durch das Goethe-Institut und waren auf der Suche nach Büchern, die bei deutschen Buchhändlerinnen sehr beliebt sind. Die Idee dahinter war, dass wir unsere Bücher nach Großbritannien und Irland verkaufen wollen und dass BuchhändlerInnen unsere größten Verbündete dabei sind. Ich wusste, dass Sinead Crowe auch ein Fan von dem Buch war und habe es daraufhin gekauft in meiner Buchhandlung, wo ich immer einkaufe in Berlin. Sie hatten es vorrätig. Ich habe die Buchhändlerin, die gerade hinter der Kasse stand, gefragt, ob sie das gelesen hatte. Sie meinte nein, noch nicht. Ich nahm es mit nach Hause, habe es gelesen, dachte, okay, das ist es, muss schon sein. So viel Leben in diesem Buch, das eigentlich auch um den Tod geht. So viel Freude und Trauer, das macht ein gutes Buch aus. Und ich wusste auch natürlich, dass Sinead sich dafür begeistert. Dann habe ich sie gefragt, ob sie das übersetzen möchte. Sie sagte ja. The rest is history. Hoffentlich wird es ein großer Erfolg.
in möglichst vielen Sprachen. Ich habe Lucy Frickes Roman Töchter durch Aurélie Morin kennengelernt, die Leiterin des Toledo-Programms. Sie kannte und schätzte Le Catanier. Ich habe ihr gesagt, dass wir eine deutsche Reihe planen und ich auf der Suche nach Titeln sei und habe sie gefragt, welche Bücher ihr in den letzten Monaten besonders gut gefallen hätten. Sie hat mir gleich von Töchter erzählt, dass sie Tränen gelacht habe. Ich habe den Literaturagenten, der den deutschen Verlag Rowohlt im Ausland vertritt, um ein Exemplar gebeten, habe ganz schnell gelesen und meine Begeisterung mit meinem Vorgesetzten geteilt. Le Catanier hat die weltweite Lizenz für die französische Sprache beantragt und auch erhalten. Mein Dank gilt also Aurélie Morin. Dann wurden wir direkt von einigen ÜbersetzerInnen kontaktiert. Deren Übersetzungsproben haben wir verglichen und uns für Isabelle Libert entschieden. Sie ist fast fertig mit der französischen Fassung, die im September 2021 erscheint. Bereits mit der ersten Seite findet Lucy Fricke ihren einzigartigen Ton. Jeder Satz ist durchsetzt von bissigem Humor, der zu keinem Zeitpunkt zum Slogan oder zum System verkommt. Der Humor geht über die Aneinanderreihung scherzhafter Bemerkungen und burlesker Szenen hinaus und wird zu Bedingungen für die Charaktertiefe der Figuren. Betty und Martha suchen einen Vater, mehrere Väter und reisen dafür durch halb Deutschland, durch die Schweiz, Italien und Griechenland. Aber natürlich kommen sie vor allem sich selbst näher und der Bereitschaft, verpasste Gelegenheiten zu akzeptieren. Durch unseren Vertrag mit dem Zwischenbuchhändler Harmonia Mundi konnten wir unsere etwaige Leserschaft stark erweitern, nämlich mittels des französischen, belgischen und schweizerischen Buchhandels. Diese Chance hat Eric de la Rochelière, Gründer von Le Catanier und Verlagsleiter, zu einer deutschen Reihe veranlasst. Er hat mir angeboten, die Reihe zu konzipieren, und zwar im Rhythmus von einem Titel pro Jahr. Auf diese deutsche Bibliothek weitet Le Catanier sein Bestreben aus, das ihn bei jedem einzelnen Roman leitet. Das Bestreben, eine unverwechselbare Stimme zu entdecken, die einen eigenwilligen Stil pflegt und auf spielerischen Sprachgebrauch setzt. Die Stärke der Literatur, die wir auf Deutsch entdecken und ins Französische übertragen wollen, wird darin liegen, eine Lust, einen Zustand, eine Vorstellung in uns wachzurufen, von der wir zuvor nichts geahnt haben. Das gelingt Töchter ganz hervorragend. Bevor wir unsere Berlin-Reise fortsetzen, mache ich einen kleinen Umweg nach Hamburg. Hamburg ist Lucy Frickes Heimatstadt, meine Wahlheimatstadt und eine Stadt, die auch in Töchter erscheint. Ich sitze gerade an der Alster. Und dort drüben auf der anderen Seite ist St. Pauli. Und in den Spelunken von St. Pauli hat Betty, die Hauptfigur von Töchter, eine wilde Jugend verbracht. In St. Pauli habe ich auch Töchter zum ersten Mal entdeckt, weil ich dort jedes Jahr das Hamlet Festival besuche. Das ist ein cooles Festival für junge deutsche Literatur und Musik. Und 2018 hat Lucy ihren neuen Roman Töchter vorgestellt. Als sie vorgelesen hat, hat sich das Publikum totgelacht, was ich richtig toll finde. Ich habe auch natürlich viel mitgelacht. Und ich dachte, ich würde diese lustige Seite von der deutschen Literatur so gerne mit englischsprachigen Lesern teilen. Weil in Großbritannien und Irland ist die deutsche Literatur nicht gerade für Humor bekannt. Zu Unrecht, finde ich. Ja, du hast recht. In Frankreich ist es genauso. Die deutsche Literatur gilt auch eher als verkopft und langweilig. Und da ist natürlich Lucy das komplette Gegenteil. Und ich finde das schön, dass sie uns dann so eine lustige Seite von der deutschen Literatur zeigt. Genau. Genau, du hast mir halt eine Stelle von Hamburg gezeigt, die zu dem Buch passt. Und ich wollte dir gerne eine Stelle von Berlin zeigen, die auch sehr gut zu
dem Buch passt und zu den Figuren von Lucy. Wir sind hier im Görlitzer Park und ich finde das ganz, ganz passend, weil es gleichzeitig schön und idyllisch ist, wie man also viele Stellen im Buch hat, und gleichzeitig ist es ja runtergekommen, ein bisschen ranzig, nicht gepflegt, und das passt halt ganz gut zu den Figuren von Lucy. Das zeigt so ein bisschen so die ehrliche Seite von Berlin, finde ich. Ja, und weil wir gerade vom Humor gesprochen haben, es gibt auch eine lustige Szene, die mit dem Görlitzer Park zu tun hat. Die zwei Hauptfiguren, Betty und Martha, die beschweren sich, dass die nicht mehr von den Dealern angesprochen werden, wenn die im Park spazieren gehen. Und das fand ich halt ganz schön, dass Lucy damit schwierige Themen wie das Älterwerden mit der Komik verbindet. Ja, diese lustige Stelle im Buch, die du gerade erwähnt hast, Isabel, fand ich auch ganz schön. Aber sie veranschaulicht auch ein Problem, das oft beim Humor in diesem Buch auftritt. Und zwar, die lustigen Stellen spielen oft mit deutschen Anspielungen, also mit deutschen Gegebenheiten. Es gibt viele Anspielungen auf deutsche Gewohnheiten, auf deutsche Orte, auf deutsche Promis, die man in den englischsprachigen Ländern gar nicht kennt. Und ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe zu übersetzen, habe ich voll die Krise bekommen, weil ich dachte, oh mein Gott, dieser Humor wird auf Englisch gar nicht funktionieren, weil man die deutsche Kultur ein bisschen kennen muss, um die Witze lustig zu finden. Aber ich hatte den Vertrag schon unterzeichnet, also musste ich mich erholen und weitermachen. Und als ich weitergemacht habe, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich nicht der Fall ist, dass man mit der deutschen Kultur sehr vertraut sein muss, um über die Witze zu lachen. Weil der Kern des Humors ist nicht deutsch, würde ich sagen. Der Kern ist universell oder vielleicht sogar zeitlos. Wir lachen über die Zumutungen des Alterns, wie du sagst, Isabel, auch über den Tod, über den Verlust, über die Eltern-Kind-Beziehungen, über enttäuschte Liebe, über die Kluft zwischen unseren Erwartungen und der Realität. Also Themen, die wir alle kennen. Ja, die Anspielungen auf einen kulturellen Kontext sind natürlich ein Problem beim Übersetzen. Und man hat aber meistens so kleine Tricks, mit denen man diese erklären kann, damit der Leser das versteht. Ich habe aber gemerkt, ich neige dazu, vielleicht am Anfang in der ersten Fassung das ein bisschen zu viel zu erklären. Und dann merke ich so, wenn ich meinen Text überarbeite, dann muss ich halt wieder löschen, weil der Leser versteht das meistens im Kontext auch. Es kann ja trotzdem nützlich sein, diese erste Phase zu haben und dann zu sehen, okay, das brauchte man eigentlich nicht. Und bei dem Übersetzen von diesen Witzen im deutschen Kontext habe ich auch gemerkt, da ist auch ein positiver Nebeneffekt dabei. Also ich habe den Eindruck, der Leser lacht über einen Witz, der universell ist, wie du gesagt hast, er versteht das also, und gleichzeitig spielt das im deutschen Raum und dadurch bekommt er eine Information über das Land, über die Kultur, über wie man hier lebt. Also zum Beispiel hier dieser Witz, von dem ich gesprochen habe vorher. Der französische Leser wird lesen und merken und verstehen, der Görlitzer Park ist so ein Park, wo Drogendealer rumlaufen. Also das ist dann in einem Viertel, was eventuell nicht so schick ist und so. Das finde ich ganz interessant, dass man durch den Humor auch so ein bisschen Kultur mitgeben kann. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, die Dialoge im Buch zu übersetzen, weil die Stimmen von Lucys Figuren so stark und lebendig sind. Und ich fand den Rhythmus ihrer Gespräche so dynamisch und so authentisch, dass ich oft oder manchmal den Eindruck hatte, dass ihre Austausche auch auf Englisch relativ mühelos geflossen sind. Ja. Und
Lucys Figuren sind auch sehr wortgewandt. Sie haben zum Beispiel Spaß an Wortwitzen, an exzentrischen Kosenamen, an Wortneuschöpfungen. Und diese spielerische, erfindungsreiche Sprache ist allerdings nicht so leicht zu übersetzen. Und das hat mich manchmal lange am Kopf kratzen lassen. Ja, du hast recht. Diesen Wortwitz zu übersetzen, das ist sehr schwierig, finde ich. Man muss in der Zielsprache dann ganz andere Mittel benutzen. Im Deutschen hat man halt die Möglichkeit, Wörter zusammenzusetzen zum Beispiel. Und das ist ein Mittel, das hier im Roman zu tollen Wortschöpfungen führt. Ja. Und im Französischen hat man das ja nicht, also oder wenig. Also man kann weniger damit spielen. Und da muss man anders mit der Sprache spielen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Mhm. Das ist etwas, was sehr viel Spaß macht, finde ich. Diese Kreativität in der Sprache, das gefällt mir sehr gut. Und was man noch dazu sagen muss, ist halt, dass es in dem Roman von Lucy Fricke auch sehr natürlich ist, dieses Spiel mit der Sprache. Das ist nicht gekünstelt, finde ich. Ja, ja. Und du hast ja vorhin über die Dialoge gesprochen. Und ich fand das auch irgendwie, diese Natürlichkeit der Dialoge sehr, sehr spannend zu übersetzen. Und eine andere Sache, die für mich sehr spannend war, das war die mit der Stimme der Erzählerin zu arbeiten, also eine richtige Stimme für sie zu finden. Also diese raue Art, von der ich vorhin gesprochen habe. Und also das war schon so ein bisschen ein Problem, fand ich. Also ein Problem, eine Herausforderung. Mhm. Das wiederzugeben und auch die Balance zwischen dem lustigen und dem traurigen Ton, den sie hat. Das war schon nicht so einfach. Nee, das ist eine Gratwanderung. Aber jetzt, da du von Traurigkeit redest, Isabel, ich muss sagen, es hat mich in diesen traurigen Corona-Zeiten etwas getröstet. Lucys sinnliche Darstellung der Reise durch Europa zu übersetzen. Mhm, ja. Ich finde, das Buch spricht alle Sinne an. Man riecht zum Beispiel den Thymian auf der griechischen Insel. Man schmeckt die Pizza und den Wein, die Marta und Betty in einem italienischen Restaurant bestellen. Ja, ja, wenn man liest, hat man oft den Eindruck, wirklich dabei zu sein. Ne? Man verbringt halt diese Zeit, diese spannende Zeit mit den beiden Frauen, ein bisschen, als wäre man mit Freundinnen zusammen. Ja, es ist schön. Und apropos Freunde und Zusammensein, wir hatten eine Verabredung, glaube ich, oder? Wollen wir ja, los? Stimmt. Wir haben uns jetzt mit Lucy verabredet vor der Oase in Kreuzberg, weil die Kneipe in dem Buch erwähnt wird. Und zu dieser Kneipe gab es für uns in unserer Arbeit so ein paar Fragen an Lucy. Deswegen nutzen wir auch jetzt die Gelegenheit für zwei Fragen an Lucy. Und zwar, es gibt in dem Roman eine Figur, die also ein Dolmetscher, also ein Übersetzer eigentlich im weitesten Sinne. Und die Hauptfiguren haben ein bisschen Angst, dass er schlecht übersetzt und dass er nicht alles übersetzt oder dass er so ausschmückt und so. Da haben wir uns gefragt, ob es vielleicht so eine Angst vor dir war, falsch übersetzt zu sein oder schlecht oder falsch verstanden. Also bei euch nicht. Das ist nicht vorbereitet. Nee, ich fand die Szene, also wenn man so hilflos den ausgeübersetzt, ich kenne das eher so vom Reisen, also wirklich beim mündlichen Übersetzen. Man redet ganz lang. Und der Übersetzer sagt dann nur einen Satz. Was schlimmer ist eigentlich noch umgekehrt. Wenn man selber nur einen Satz sagt und dann kommen so 3 Minuten Erklärung und dann fühlt man sich irgendwie falsch wieder. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch sehr gut, weil es ist ganz lustig. Ich habe jetzt tatsächlich übersetzen. So. Das ist gut. Nimm dies mit haben. Schön. Und du arbeitest jetzt an deinem neuen Roman und ich habe mich gefragt, wie das ist jetzt, ob du jetzt uns die Sätze im Kopf hast oder über deinen Kopf hast, wenn du schreibst. Ein bisschen, ja. Allerdings auch so eine komische, also gar nicht auf so eine künstlerische Weise, das ist in einer Sprache, weil so denke, sondern es ist so ein bisschen die Angst, es ist dann überall gewesen. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt mal so eine kritische Übersetzung.
bisschen zu. Und auf der griechischen Insel habe ich ja schon recht hemmungslos geschrieben und auch, ja, auch Figuren, also echte Leute zu Figuren gemacht und so weiter. Wo ich dann dachte, wenn das jetzt als Übersetzung erscheint, können das alle lesen. Also es war mir plötzlich so eine, dass ich so unfreie. Also so eine Art von Zensur fast. Selbst ich mir selbst, genau, so vorsichtiger sein. Nicht mehr. Also wenn wir in Deutschland werden, gibt es ja so wunderbar da, auch was man will, irgendwie. Das ist halt auch deutschen Verlesen. Ja, und wenn jetzt das Buch schon wieder auch wieder raus ist. Ja, ich war ja nicht so. Hallo! Ja, muss nicht zu vorsichtig werden. Ja, das stört sich wieder von da. Das als Freiheit verstehen. Ja. Ja. Schön. Also leider dürfen wir nicht in die Oase einfach. Aber ja, das ist auch das ist gute Stimmung hier. Und 3, 2, 1, los. Bevor wir unsere Berlin-Reise fortsetzen, mache ich einen kleinen Umweg nach Hamburg. Das ist Lucy. Sorry. Das kannst du. Ja, diese deutschen. Also. Blablabla, pup, pup. C'est pas ça. Nochmal. Eine Korrektur. Ich habe zusagen gesagt, ich meinte natürlich zugeben. Und. Okay.